Und let's go. Erstmal ganz, ganz, ganz kurz. Wer ist denn komplett neu? Also wer ist zum ersten Mal hier auf dem Nugget Call? Mal ganz kurz einen einzelnen Chat, damit wir das mal sehen hier, wer komplett neu ist. Das würde mich mal ultra interessieren. Okay. Eins, eins. Die Sprechgeschwindigkeit bei Miguel hoch 2. Ist immer so, Bro. Ist immer so. Okay. Okay, ziemlich viele neue. Also, okay, perfekt. Auf jeden Fall an die neuen herzlich willkommen bei der Trading People Revolution. Freut mich sehr, dass ihr heute am Start seid, dass ihr zum ersten Mal im Nugget Call seid. Für euch wird es vor allem ganz interessant. Ich hoffe, ihr seid da nicht so geschockt, sondern wie gesagt, das sind halt so wirklich diese untold Stories, um dieses Business hier aufzubauen. Wie soll ich anfangen, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt? Ein paar von euch kennen meine Story, ein paar nicht. Deswegen gehe ich da nochmal ganz kurz drüber. Also, ihr müsst euch vorstellen, ich habe Network Marketing vor circa 6 Jahren kennengelernt, als ich mein Abitur gemacht habe. Ich habe damals zu dem Zeitpunkt das internationale Wirtschaftsgymnasium besucht. Also bei mir war das so, ich habe erst Hauptschule gemacht, dann Realschule, dann internationales Wirtschaftsgymnasium. Also ich habe den langen Weg, sage ich mal, ausgewählt. Und mein persönliches Ziel war es immer schon, seitdem ich 12, 13 war, Jura zu studieren. Also ich wollte Investmentbanker werden und dann später in die Diplomatie gehen. Das war echt ziemlich krass, dass ich schon immer so ein Drive hatte, so einen Fokus hatte und wusste, wo ich hin will im Leben. Teilweise hat es auch mit meiner Family zu tun, weil die Hälfte oder beziehungsweise eine Hälfte meiner Family, also die portugiesische Seite, da sind eigentlich so ziemlich alle Anwälte oder Ingenieure oder sonst irgendwas. Also wurde mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt oder halt vorgelebt, sage ich mal. Und ich habe halt einfach gesehen, okay, wenn du studierst, wenn du einen guten Beruf ausübst, wie zum Beispiel Anwalt, Ingenieur, irgendwas, also einen akademischen Grad hast, dann verdienst du einigermaßen gut. Damals natürlich noch ein bisschen stabiler als natürlich jetzt. Und deswegen dachte ich, das wäre auf jeden Fall ein erstrebenswerter Weg. Und als ich dann das Abitur gemacht habe und angefangen habe, habe ich, wie gesagt, Network Marketing kennengelernt. Und als ich Network Marketing kennengelernt habe, war das bei mir persönlich so, ich war immer offen und ich habe immer eine Möglichkeit gesucht. Also mein persönliches Ziel war immer zu sagen, hey Mama, du musst nie wieder arbeiten gehen. So, das war so mein Ziel, dass ich das mit 18, 19 schaffe. Und deswegen war ich offen für alles. So wie ihr wahrscheinlich auch offen wart, um euch diese Möglichkeit hier anzuschauen. Oder vielleicht eben nicht offen wart, aber dann nachher gemerkt habe, okay, das geht schon in die richtige Richtung. So, das ist schon das, was ich machen möchte. Bei mir war das wirklich so, ich war offen. Bin ich Freeze oder ist es bei allen? Ist bei allen so, das ist nur bei einem. Marcel meinte gerade, ich wäre Freeze. Okay, dann nicht nur dort ruckelt. Okay, perfekt. Ich glaube, nicht nur das WLAN hat geruckelt, sondern das ganze Gebäude, in dem wir sind, aber alles easy. Perfekt, geil. Also, nochmal ganz kurz wiederholen. Ich weiß nicht, was ihr das letzte mitbekommen habt. Wenn es nochmal ruckelt oder so, schreibt bitte einfach in den Chat. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, war das bei mir. Ich hatte schon immer so einen Drive. Ich hatte schon immer so einen Drive. Ich war sehr, sehr offen. Aber das Ding war, als ich damals offen war, Network anzuschauen, war ich danach 6 Monate lang verdammt skeptisch durchzustarten. So, ich will mal wirklich in dem Chat mal mit einer 1 bestätigt haben, wer richtig skeptisch war. Also so richtig, richtig skeptisch, der alles hinterfragt hat, der angefangen hat, die AGBs zu lesen, der bei Steuerberatern war und so weiter. So war das bei mir. Also ich war komplett skeptisch. Also richtig krass. Also ich wirklich war bei Steuerberatern, ich war Steuerberater meiner Mutter, noch mein Steuerberater mit meiner Up-Upline damals. Ich habe mir so alles eingezogen, was nur ging, weil ich halt einfach nicht geglaubt habe, dass das Business funktioniert. Und ich sage euch aus einem Grund, also beziehungsweise aus einem starken Grund war das vor allem, weil, müsst ihr euch vorstellen, ich habe immer meine Mom gesehen, wie die sehr hart oder wie sie sehr hart arbeitet. Also wirklich 3 Jobs hat, damit wir überleben können. Und das Krasse war, als mir dann Network Marketing präsentiert wurde, kam dieses oder war für mich so dieses klassische, hey, das hört sich viel zu einfach an. Und ich glaube, das war bei vielen von euch auch so. Die haben so gedacht, so, hey, das hört sich viel zu einfach an. Endotech automatisiert Geld machen, ein paar Leute aufbauen und dann Geld verdienen, ein Elite-Paket verkaufen, $200 verdienen. Jemand schreibt einen ein, der schreibt einen ein, der schreibt einen ein und der baut ein riesen Team auf und du bist daran vergütet. Und das waren alles so Dinge, wo ich gesagt habe, hey, das macht keinen Sinn. So, warum macht das nicht jeder so? Und deswegen war es so hart, bei mir durchzustarten, dass ich irgendwann mal einfach mich so verloren habe in den Details und in der Frage, ob das Ganze seriös ist, dass ich einfach gestartet bin, weil ich so einen Trotz aufgebaut habe, weil alle Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey Miguel, das funktioniert nicht. Und dann habe ich gesagt, hey, scheiß drauf, jetzt mache ich es, weil alle sagen, es funktioniert nicht, ich will denen beweisen, dass es funktioniert, auch wenn ich nicht mal selber davon überzeugt bin, dass es funktioniert. Und so bin ich damals gestartet bei einer Firma mit dem Namen Juice Plus. Ich werde da auch immer offen drüber reden, ich finde das auch gar nicht schlimm oder sollte auch kein Problem dabei sein. Vielleicht waren ein paar Leute von euch bei dieser Firma Juice Plus. Für die, die sie nicht kennen, es geht darum, im Network-Marketing-Vertrieb oder System, sage ich mal, Nahrungsergänzungsmittel, Kapseln, also Obst, Gemüse, Kapseln zu verkaufen, Nahrungsergänzungsshakes, Riegel und so Zeug. Und ich fand das schon sehr interessant mit der Ernährung und so weiter und hat mir halt bis heute auch geholfen, dieses Wissen zu bekommen. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich hatte gerade so das Geld für die Lizenz. Also ich bin damals gestartet und konnte mir gerade so die Lizenz
kaufen. So, deswegen lasse ich mal ganz kurz in den Chat wissen, ob hier jemand gestartet ist, und da muss man sich auch überhaupt gar nicht schämen oder sonst was, ob hier jemand gestartet ist, so mit seinem letzten Geld. Also er konnte sich gerade noch so das Elite-Paket, das Premium, das Select oder das Choice holen. So war es zumindest bei mir damals. Ich konnte gerade so das Paket holen. Ich war, wie gesagt, noch in der Schule. Ich habe noch ein bisschen Nebenjob gehabt, aber gerade so konnte ich mir das leisten. Und als ich gestartet bin, musste ich ja in dem Produktnetzwerk auch ein Produkt haben. Okay, also ich habe nur die Lizenz, Jahreslizenz 400 € geholt. Das heißt, ich durfte das Ganze vertreiben. Aber ich hatte nicht das Geld. Okay, es sind auf jeden Fall ein paar Leute. Danke für eure Ehrlichkeit. Und ich hatte gerade so das Geld für die Lizenz, aber ich hatte kein Geld für die Produkte. Also heißt, ich wusste gar nicht, wie die Produkte schmecken oder wie die sind. Okay, ich bin einfach gestartet, weil ich das Geld verdienen wollte. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ist mein allererstes Event. Bin ich noch da? Oder jetzt seid ihr bei mir alle gefreest? Das Internet nutzt du überhaupt? Das WLAN hier. Okay, aber ich war. Aber mir hängt es total, Mann. Also der Chat hängt komplett in der. Ich sehe niemanden von euch. Okay, solange ihr mich hört, sollte eigentlich alles passen. Okay, ganz komisch. Also bei mir seid ihr alle komplett weg und alles hängt. Aber gut. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich hatte einfach kein Geld für das Produkt, sondern ich weiß noch, da war mein erstes Event damals, das war in Singen bei uns in der Stadt nebenan, und da kam der CEO, da Martin war dort, alle so, also Upline, alle waren dort, das war mein allererstes Event. Und ich bin dort hingegangen mit meiner damaligen Upline, mit einem Kollegen von mir, der auch bei meinem allerersten Event, also bei meinem Vorstellungsevent dabei war. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt bin ich da angekommen und das war echt riesengroß. Also ich habe sowas noch nie gesehen, außer an Fasnacht. Bei uns war mal die Halle voll, aber Juice Plus hat die Halle dort voll gemacht. Ich weiß nicht, da waren 200 Leute oder so. Und das Geile war, die haben unter dem Sitz, okay, also die haben es komplett aufgestuhlt in Reihen, und unter dem Sitz haben die den Juice Plus Riegel dran geklebt. Okay, also so, dass wenn die Präsentation machen, irgendwann sagen können, hey Leute, greift mal unter den Stuhl, da klebt ein Riegel von Juice Plus und den könnt ihr probieren. So, und ich hatte ja damals keine Produkte. So, jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, was ich gemacht habe. Also heißt, ich habe am Anfang, wo noch keiner im Raum war, sind wir hingegangen und haben die Riegel abgezogen unten, haben die eingepackt, damit wir überhaupt Produkte haben für unser Business. So, weil wir hatten keine. Okay, wir hatten das Geld einfach nicht, um uns die Produkte zu holen. Die Riegel damals haben 150 € gekostet oder keine Ahnung. Und der Shake war, glaube ich, 180 € das. Also Riegel waren 150 und Shake 180 oder keine Ahnung was. Und die Kapseln, das war so, das konnte ich mir damals noch gar nicht leisten. Also die Kapseln waren ultra viel Geld. So, und so war das bei mir halt damals. Also heißt, wir haben uns die Produkte geholt auf einem anderen Weg. Okay, und dann die Produkte. Ich habe die Produkte mitgenommen. Also ich habe den Shake, den Riegel mitgenommen in die Schule, weil dort waren zwei Partner von mir, die gesagt haben, hey, wenn Sie die Produkte mal probieren können und Sie sie gut finden, dann starten Sie. Also ich hatte meine zwei potenziellen Partner, sondern meine zwei Sitznachbarn in der Schule, die gesagt haben, hey, ich starte, wenn ich das Ganze mal probieren kann. Und ich hatte halt keine Produkte. So habe ich gesagt, hey, meine Produkte kommen erst an. Wie gesagt, dann waren wir auf dem Event, haben uns die Riegel eingesammelt und ich habe die mit in die Schule genommen. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, es war Montagmorgen in der Schule, saß ich da neben mir Matteo und wie hieß er noch, Matteo und oh Mann, wie hieß er noch, wie hieß er noch, wie hieß er noch? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Auf Matteo und irgendein anderes waren so die zwei, mit denen ich immer unterwegs war. Und ich weiß noch, also ich habe erst den Riegel selber gegessen vor denen, dass sie so merken, okay, krass, ich habe den Riegel. Und ich weiß noch, ich habe den so probiert und die haben mich beide so mit funkelnden Augen angeschaut, rechts und links, und sagen so, Alter, und wie schmeckt's? Und ich so, Alter, übelst krass. Und der hat so scheiße geschmeckt, Mann. Der hat so scheiße geschmeckt. Aber ich kann ja nicht da sitzen und sagen, das schmeckt so beschissen, wenn es meine zwei potenziellen Kunden sind und Partner. So habe ich gesagt, Alter, der schmeckt so geil. Und dann Matteo, weiß ich noch, so mit riesengroßen, so ein Kolumbianer, hat riesengroße Augen, mit seinen funkelnden Augen schaut er mich an und so sagt, merkst du schon was? Merkst du schon? Ich so, ja, Mann, ich merke was. Ich so, Alter, das ist so krass. Und die so, ja, lass mich auch mal probieren, lass mich auch mal probieren. Habe ich zwei aus meinem Rucksack genommen, Matteo eingegeben und dem anderen, mir fällt, wie gesagt, der Name gerade nicht mehr ein. Und dann haben die den probiert so, und die sahen nicht so happy aus. Also ich finde die Riegel eigentlich auch geil, die sind nur ein bisschen trocken, aber ja, auf jeden Fall gewöhnt man sich dran. Auf jeden Fall haben die zwei den probiert und sind nicht gestartet. Also heißt, am nächsten Tag nicht gestartet, nicht gestartet, nicht gestartet. Und dann haben die gesagt, hey Miguel, wir starten, wenn du die ersten 100 € verdienst. Okay? Gibt es hier drin irgendjemand, dem seine Interessenten, Kollegen, was auch immer gesagt haben, hey, ich starte, wenn du die ersten X verdienst, wenn du das erste Geld verdienst, wenn du die ersten Resultate hast, haut mal in den Chat, weil ich bin mir sicher, da sind richtig viele. Und bei mir waren das also ein Partner hatte ich,
Ich hatte gar keinen Partner zu dem Zeitpunkt. Das waren meine ersten zwei Partner, die ich akquiriert hatte. Klar, so ein, zwei Kunden hatte ich schon, aber es waren so richtige Partner, mit denen ich aufbauen wollte. Okay, geil, sind auf jeden Fall ein paar Leute hier. Und das war jetzt das Krasse so. Also heißt, ich musste jetzt 100 Euro verdienen, damit die starten. Da habe ich gesagt, okay, let's go, scheiß drauf. Jetzt kann ja nichts mehr passieren. Und so, dann habe ich mich hingesetzt, habe gehustelt, habe die Shakes verkauft, habe das Ganze im Internet verkauft, über die ganzen WhatsApp, ganzen Facebook-Gruppen. Und dann habe ich 100 Euro verdient, habe es denen gezeigt, es waren sogar 120 Euro oder so. Und dann sind die immer noch nicht gestartet so. Jetzt habe ich da 2, 3 Monate rumgebohrt und denen die ganze Zeit erzählt und klar gemacht und keine Ahnung was. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, einer ist gestartet. Einer von denen, es war nicht Matteo, der andere ist gestartet und der hat sich damals die Lizenz geholt für 100 Euro. Jetzt kommt das Allerhärteste, Alter, passt auf, jetzt kommt das Allerhärteste. Jetzt war er kurz davor, die Produkte zu kaufen. Okay? So, und er hat gesagt, er macht es heute Abend. Und ich so, Alter, geil, Mann, er kauft die Produkte. Ich bekomme mein, noch mal, ich bekomm mein nächstes Geld, sage ich mal, für die 10, 20 Euro oder keine Ahnung was dafür, dass ich die Produkte verkauft habe. Habe ein bisschen mehr für meinen Rank. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, er hat gesagt, er macht es am Abend so. So, jetzt warte ich halt am Abend, aktualisiere das Backoffice. Ich weiß, dass viele von euch das auch machen, immer so Backoffice aktualisieren, wo sind die Punkte. Und ich habe die ganze Zeit aktualisiert, gewartet, bis diese paar PV reinkommen, dass er die Produkte geholt hat. So, kam nichts, kam nichts, kam nichts. Ich bin schlafen gegangen, bin am nächsten Morgen in die Schule gegangen, okay? Er war nicht da. Bin am übernächsten Tag in die Schule, ich schreibe ihm, passiert nichts. So, Alter, Bro, bist du jetzt verschwunden, Mann? Wir sind in der gleichen Klasse, was ist los? So, ist es jetzt wegen den Shakes, dass du nicht mehr in die Schule kommst oder was? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ist der am nächsten Tag gekommen, mit einer Tüte Juice Plus Shakes in der Hand und hat gesagt, ey Bro, schau mal, ich habe die Produkte, man lass uns zusammen probieren, ich weiß, du hast auch noch keine. Und ich so, hey Bro, wo hast du die gekauft? Weil mein Backoffice steht nichts. Also hier auf Amazon, Digga, ist viel günstiger als bei Juice Plus im Store. Und ich so, Alter, du wirst mich komplett verarschen, Bro. Jetzt holt er sich die scheiß Produkte bei Amazon oder bei eBay, keine Ahnung, was für den halben Preis. Und ich denke mir so, Digga, hängst du komplett, Mann, du kommst nicht in die Schule, sagst du nicht Bescheid, jetzt hast du auf einmal Produkte von keine Ahnung wo. So, Bro, so funktioniert nicht Network. Und er so, ja, Bro, aber es ist viel günstiger und so, lass mal probieren. Und ich so, Alter, Mann. Ihr wisst gar nicht, wie verzweifelt ich war. Das war schon, da war ich safe schon mehr als ein Jahr lang dabei. Ein Jahr lang die ganze Zeit mit Leuten geredet. Ich war die ganze Zeit, ich wurde verarscht. Die Leute haben mich ausgelacht. Die haben gesagt, ich bin ein Trottel. Das funktioniert nicht. Das ist ein Schneeballsystem. Keiner will diese Scheiße haben. Und trotzdem haben wir weiter durchgezogen. So, weil die Phase nach 2, 2,5 Jahren Juice Plus, wo ich teilweise natürlich aber auch ehrlich gesagt Pausen gemacht habe, was zu hart für mich war, weil halt einfach gar niemand gestartet ist, so wirklich gar niemand. Oder wenn jemand gestartet ist, hat er sich halt eben, keine Ahnung, die Shakes bei eBay oder bei Amazon geholt. Und ich weiß noch, damals war das bei mir so, dass ich halt einfach voll fertig war. Also ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich habe meine Rangbestätigung nicht geschafft, weil mein Internet abgeschmiert ist zu Hause. Gab es einen Erdrutsch und hatte ich kein Internet mehr. Ist am Ende des Monats, wir haben noch 2 oder 3 Pakete gefehlt. Also 2 oder 3 Riegel, um den damaligen SDVA zu machen. Also sowas wie Platinum Executive 4. Nur, dass du halt eben halt 18, 21 Shake-Kunden machen musstest und ich habe 18 oder 19 geschafft. Also mein Internet ist abgeschmiert. Dann bin ich zu meinem Vater gezogen. Dann wurde mein, also ich bin extra wegen dem Internet zu meinem Dad gezogen für ein paar Tage, um diese Bestätigung Ende des Monats noch zu machen. Dann ist mein Facebook-Account gesperrt worden. Dann habe ich den Facebook-Account von meiner Mutter genommen. Habe dann angefangen, Leute anzuschreiben, um halt auf die Shakes zu closen. Habe es nicht mehr geschafft und bin komplett ausgerastet. Und das war der Punkt für mich, wo ich eine Pause gemacht habe. Okay, das war wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin zu Martin gegangen, habe gesagt, Bro, Internet abgeschmiert, Facebook-Accounts gesperrt, die Leute, keine Ahnung, Mann, keiner checkt das da, wie das funktioniert. Nicht mal ich check, was die Produkte, ich habe nicht mal die Produkte, meine Leute kaufen die Produkte bei Amazon oder bei eBay. Ich habe keinen Bock mehr, Bro, ich bin raus. Und so, also heißt, ich habe erstmal, war ich komplett auf inaktiv, habe nur Persönlichkeitsentwicklung gemacht, weil zum ersten Mal durch Network Marketing bin ich halt ultra in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Und das war sehr, sehr, sehr geil. Und dann war es halt grundsätzlich so, also ich spule immer ein bisschen vor, so. Also ich erzähle nicht die komplette Story, sondern immer so, ich denke mal so die, oder eine der wichtigsten Stories oder die wichtigsten Stories so in meiner Vergangenheit, die euch auf jeden Fall Motivation bringen können und wo ihr einfach sagen könnt, so Alter, wenn er das durchgemacht hat, dann muss ich mindestens durch genau solche Scheiße oder vielleicht sogar noch schlimmer. Und das war echt hart so. Und damals war es halt eben so, dass ich halt 2,5 Jahre Juice Plus gemacht habe, vor allem am Anfang. Dann war ich nur noch so passiv aktiv. So, ich war ab und zu mal auf Team-Calls. Ich habe keinen Kontakt mehr mit Martin gehabt. Ich wusste gar nicht mehr, was abgeht. So, ich habe einfach nur Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Und ich war der klassische Typ, passt auf. Ich habe sehr, sehr viel Zeit ins Business gesteckt, aber ich war nur beschäftigt und nicht produktiv. Ich war einfach nur, ich habe immer irgendwas mit Juice Plus gemacht, aber ich habe
PDFs gesammelt. Ich wusste alles über die Produkte und hatte sie selber nicht und. Also ich habe alles über das Business gewusst. Ich habe Ordner gehabt für die ganzen Produkte. Ich wusste, jede Facebook-Gruppe habe ich angepinnt und keine Ahnung was. Also ich war so ein richtiger Perfektionist, aber ich bin so heftig in der nicht aktiven, also in den nicht Einkommensaktivitäten bin ich stecken geblieben und habe kein einziges Mal den Menschen vergütungsbare Produkte gezeigt. Und ich habe gar nicht gecheckt, warum mein Business nicht funktioniert. Obwohl ich halt nichts gemacht habe. Also wenn es hier drin Leute gibt, die halt die ganze Zeit beschäftigt sind, aber nichts machen. Leute, ihr müsst verstehen, das Einzige, für was ihr bezahlt werdet im Network Marketing, vergütungsbare Produkte zeigen ist. Okay? Und das musste ich erstmal verstehen. So, und das Krasse war, dass das erste Produkt, das ich mir damals gekauft habe, no joke, das erste Produkt war der Shake, wo ich mir selber gekauft habe, passt auf. Ich habe den aber nicht selber bezahlt, sondern die Hälfte davon hat meine 3 Jahre jüngere Schwester hat die Hälfte des Geldes gegeben und ich habe die andere Hälfte des Geldes gegeben, damit wir uns den Shake kaufen können. Okay? Bei mir steht Internet ist nicht gut, aber ich denke, das passt noch, okay. Aber auf jeden Fall war das halt richtig krass, weil ich habe meine kleine Schwester davon überzeugt, dass die mit mir zusammen den Shake kauft. Und das war mein erstes Produkt. Mein zweites Produkt, das ich gekauft habe, habe ich mit meinem Vater damals zusammen gekauft. Also mein Dad hat die eine Hälfte, ich habe die eine Hälfte, weil es war halt einfach nicht möglich, das selber zu kaufen. Sondern wir haben das Zeug halt angebetet, sondern wir haben das Zeug vergöttert, weil es so krass war, diese Produkte einfach selber zu haben. So. Und da müsst ihr euch vorstellen, ein bisschen vorgespult kam die Phase, wo ich mit meinem Abitur fertig war und jeder von euch kennt ein Vision Board. Oder? Ich denke mal, jeder von euch kennt ein Vision Board und hat hoffentlich auch eins. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, ein Vision Board ist sowas wie so ein Whiteboard oder so eine Korktafel oder sowas, wo man sich einfach Dinge aufhängt, die der Vision der Zukunft entsprechen. Also Bilder, die einfach die Visionen entsprechen. Also heißt, du machst zum Beispiel ein Traumhaus, druckst aus und klebst es dorthin. Du nimmst dein Traumauto, klebst es dorthin, du schreibst dir deine Ziele auf. Und ich habe immer Jahresziele gemacht. Also ich habe damals im Network gelernt, hey Miguel, du brauchst Jahresziele. Du musst dir Ziele setzen. Und so habe ich halt damals eben das Ziel gehabt, bei Just Plus SDVH zu gehen. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich habe ein Abi gemacht. Während meinem Abi habe ich mich nicht einmal aufs Network fokussiert, gar nicht. Ich habe mir den Arsch aufgerissen, weil ich habe einen guten Notendurchschnitt gebraucht für eben das Jurastudium. Okay? So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt Ende Abi, also Abi war fertig, ich war komplett am Arsch, ich habe über ein halbes Jahr durchgelernt, nur für das Abitur, weil ich bin immer jemand, ich muss, oder in der Schule vor allem, musste ich sehr, sehr hart arbeiten, um gescheite oder durchschnittliche Noten zu bekommen. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt habe ich mein Abi-Zeug am Schreibtisch zusammengepackt, alles in den Keller geworfen, ich war so froh, die Kartons zu nehmen, einfach den ganzen Scheiß rauszuwerfen, sage ich mal, und jetzt schaue ich hoch, und da steht, das ist mein Vision Board, und ganz oben steht, bei Juice Plus SDVH gehen. Und ich dachte mir so, scheiße, Mann, du hast da auf jeden Fall noch eine offene Rechnung. Du hast da auf jeden Fall noch was zu erledigen, was du noch erledigen musst, Miguel. Und ich dachte mir so, fuck, Alter, weil ich bin immer so jemand, das war schon immer, ich war voll ehrgeizig und ich war mit mir selber böse, wenn ich was nicht gemacht habe. So, also ich bin selber so mein größter Feind, weil ich kenne das manche Leute hier drin, die halt so einen richtig krassen Ehrgeiz haben. Also bei mir ist immer so, neben mir sitzt immer ein Wolf, der immer doppelt so groß ist wie ich und wenn ich dem nicht gehorche, dann frisst er mich auf, okay? Und so war das damals bei mir schon, also damals schon, jetzt immer noch, wo halt wirklich, wo ich gesagt habe, hey, ich muss diesen Rang noch machen, Alter. Ich habe mir das als Ziel, ich muss das machen. Das, was ich mir als Ziel setze, erreiche ich. Und jetzt wollte ich wieder bei Just Plus starten. Kurzum, ich bin mit Martin in Kontakt gekommen und wir sind damals bei Jeunesse gestartet. So, Jeunesse war eine Firma und Jeunesse ist eine Firma, war nicht, ist immer noch eine Firma. Aber damals halt vor allem haben wir uns halt sehr, sehr, sehr auf Kosmetik und Nahrungsergänzungsmittel beschränkt, also fokussiert. Okay, das war wirklich so eine Sache, wo es halt darum ging, dass du halt einfach Nahrungsergänzungsmittel mit halt Kosmetik und was auch immer halt einfach verkaufst oder im Network halt vertreibst. Und ich bin da damals mit Martin gestartet, habe mein letztes Geld zusammengekratzt, weil da habe ich ein bisschen gearbeitet. Das war ja nach dem Abitur, habe ich gearbeitet und mit dem Geld habe ich mir dann mein Starter-Kit bei Just Plus gekauft. So, und ich habe das schon ein paar Mal erzählt, aber das ist so eine krasse Story, Mann. Da kam dieses Produkt zu Hause an, okay, und an die Frauen jetzt aufgepasst, weil vielleicht hilft es, ich will hier nicht Jeunesse recommenden, so, aber Leute, das Produkt ist echt krass, passt auf. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, bei Jeunesse gibt es eine Creme, die macht ihr euch auf die Tränensäcke, sag ich mal, oder auf Falten oder keine Ahnung was, und das macht es innerhalb von 50 Sekunden komplett gerade und weg. Okay, also du hast einen Tränensack, du machst es drauf, der ist weg, okay, Augenringe, ja. Und im Grunde genommen war es so, dass es angekommen ist, das Produkt, und ich dachte mir, Alter, es gibt ja nichts Einfaches, als das zu verkaufen. So, jetzt saß ich am Esstisch mit meiner Mutter, weil ich mit ihr immer arbeiten war, mit meiner kleinen Schwester, die gerade aus der Schule kam. Und ich weiß so ganz genau, ich sitze hier, meine Mom vor mir und rechts neben mir meine Schwester.
Jetzt kam dieses Paket an, während dem Mittagessen, gell? Ich so, Alter, Mama, wir müssen das jetzt ausprobieren, gell? Meine Mutter, eine Hälfte also eine Gesichtshälfte, sage ich mal, genommen, die Creme draufgeschmiert, komplett, und auf der anderen nicht. So nach 50 Sekunden, meine Schwester fängt so krass an zu lachen und ich auch, weil es sah einfach aus, als wäre meine Mutter halb gelähmt. So, no, also kein Spaß so. Und das ist auch nicht böse gemeint, aber das war so krass. Ruckelt wieder. Seid ihr eigentlich auch im Internet oder seid ihr normal? Okay, irgendwie ruckelt es schon wieder, Mann. Sag mir mal bitte, wenn es wieder geht. Hey, nächstes Mal mache ich es mit Hotspot, ey. Ist ja mies. Okay. Ich mache vielleicht mal kurz hier den Speaker View, sodass es vielleicht ein bisschen. Okay. Ich mache mal den Speaker View rein. Vielleicht ist da nicht so, muss ich dann, also nicht so viele Bilder. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, war das echt krass so. Meine Mutter saß da halt, wir haben eine Hälfte eingecremt, die andere nicht so, und das war halt. Leute, das war so krass, Mann. Ich habe mir so den Arsch abgelacht, das war echt so heftig. Und meine Mutter hat echt gut Tränensäcke gehabt zu der Zeit, so mit drei Jobs, logisch. Und das war echt richtig krass. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt bin ich mit dem Zeug zum Kosmetikstudio gefahren, habe das dort versucht zu verkaufen, haben gesagt, es ist zu teuer, macht keinen Sinn, ich habe das Gleiche schon im Schrank stehen. Dann bin ich in die Shisha-Bar gegangen mit den Energy-Drinks, haben auch gesagt, kannst du vergessen, ist viel zu teuer, macht keinen Sinn. So, und dann dachte ich mir, ey, scheiße, die Produkte verkaufen sich nicht, niemand will das Zeug haben. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe alle meine damaligen Freunde, alle nochmal angeschrieben auf das Business. Die haben sich kaputt gelacht bei mir, weil erst habe ich Nahrungsergänzungsmittel verkauft, jetzt ist Kosmetik und Energy Drinks so. Und ich weiß noch, damals sind wir dann wieder bei einer anderen Firma gestartet, okay? Und bei der Firma ging es richtig los, weil es war zum ersten Mal Forex. Also es war zum ersten Mal, dass wir eine Firma aufgebaut haben, wo es um das Thema Forex ging. Und das Krasse war, nach meinem Wechsel von Juice Plus zu Jeunesse war ich 3 Wochen bei Jeunesse. Und dann bin ich damals bei Wealth Generators gestartet, okay? Sondern das Krasse war, bei Wealth Generators, ich hoffe, mein Internet geht noch, steht wieder, Connection ist instabil, aber ich hoffe, es geht, war das so, dass wir in der Shisha-Bar aufgebaut haben. Also ihr müsst euch vorstellen, ich bin immer in die Shisha-Bar gegangen und habe in der Shisha-Bar aufgebaut mit Martin zusammen. Ich habe mich einfach hingesetzt, habe ein paar Leute eingeladen, weil auf einmal waren die Leute voll heiß drauf, denn jetzt, Alter, krass, traden und so weiter, da bin ich am Start. Das haben die Leute auf einmal gefeiert und haben wir angefangen, Events in der Shisha-Bar zu machen. So, das Krasse war, wir waren immer hinten rechts in der Shisha-Bar. Also, es war unser Stammplatz. Der Besitzer von der Shisha-Bar, Ramis, der hat extra eine Lampe oben hingeschraubt. Nur für uns. No joke, dass wir da hinten Licht haben und so, weil wir immer mit Laptops da waren. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt sind die Leute da immer reingelaufen. So, das sah aus, als hätten wir da hinten Drogen verkauft. So, weil Leute kommen rein mit Cash, geben das Cashgeld. Wir fahren nach Engen, okay, was ungefähr 15, 20 Minuten weiter weg ist von Stockach, um bei Martin auf seinem Sparkassenkonto das Geld einzuzahlen, dann die Leute zu buchen und dann wieder in die Shisha-Bar. Dann wieder Geld eingesammelt, wieder nach Engen gefahren, Geld in den Automat, hochgezählt, okay, mit dem Geld das Paket aktiviert und wieder in die Shisha-Bar. Also ich habe in der Shisha-Bar gelebt, 3 Monate, ungelogen, jeden Tag war ich in der Shisha-Bar. Ich habe an einem Shisha-Kopf, und für die Leute, die Shisha rauchen, die wissen, wie eklig das ist, ich habe durchschnittlich an einem Shisha-Kopf jeden Tag 4 Stunden geraucht, weil ich kein Geld hatte für mehrere Shisha-Köpfe oder halt für mehrere Shishas, so. Ich habe da echt gelebt, so der Typ, der Besitzer hat wirklich schon gesagt, hey, ich gebe euch den Schlüssel, ihr könnt die einziehen, Alter. Ich meine, ihr seid so oder so die ganze Zeit hier, nehmt einfach den Schlüssel, Alter, schlaft da hinten so, ihr seid eh die ganze Zeit hier. Also es war echt richtig krass. Also ich bin teilweise auf die Toilette gegangen, um mir Wasser nachzufüllen, weil ich kein Geld hatte für Wasser damals. Also so viel halt, weil ich habe da fast gelebt so. Und es war wirklich eine verdammt harte Zeit. Ich weiß noch, ich bin nach dem Arbeiten nach Hause gekommen. Ich habe 4, 5 Stunden geschlafen, weil ich am Abend traden gelernt habe. Also ich habe mich richtig auf traden fokussiert. Auch vielleicht ein kleines Nugget für die ganzen Leute hier. Ich habe schon von Anfang an immer getradet und immer genetworked. Natürlich war der Fokus am Anfang auf Network viel, viel höher, weil ich Geld gebraucht habe. Bringt mir nichts, wenn ich traden und investieren kann, wenn ich kein Geld habe. Ich habe erstmal Cashflow gebraucht. Und das Krasse war, ich bin damals in dieser Forex Company im September 2017, 27. September 2017 bin ich dort gestartet. Im Februar habe ich 2000 Dollar verdient. Am 22. Februar 2018 habe ich den Rang erreicht, wo man mindestens 2000 Euro verdient. Und das war der Punkt, wo ich hauptberuflich gegangen bin. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich komme nicht mehr zum Arbeiten. So. Und dann hatte ich grundsätzlich nochmal Februar, März, April, hatte ich nochmal 3 Monate, bis ich mit dem Jurastudium angefangen habe. Habe dann mit dem Jurastudium angefangen. Und was halt richtig krass war, noch zu der Zeit, also vor dem Jurastudium, also dieser Weg ins Hauptberufliche, sage ich mal, war wirklich der, dass wir teilweise, also Martin und ich, nachts
noch Leute gebucht haben für den Rank. Okay, also heißt irgendwie Ende Monats war bei uns, also hier ist ja immer wöchentlich, bei uns war es damals immer Ende Monat. Also heißt, du hattest einen Monat Zeit, die Punkte zu machen und dann war vorbei. Okay. Und dieser Ende-Monats-Run war immer richtig krass. Also heißt, Martin und ich sind ins Auto gestiegen. Martin hatte damals einen richtig dicken A7, so der mit Gas betrieben ist oder keine Ahnung was. Also eine richtige dicke Karre so. Aber halt also teilweise halt verheizt. Das war so die richtige Gangsterkiste, okay? Und da sind wir dann nach in so einem Bauerndorf nachts um 1 oder 2 gefahren, weil da 2 Typen waren, die starten wollten. Die hatten auch das Geld, aber die konnten nicht in die Shisha-Bar kommen. Und es war Ende des Monats und ich wollte unbedingt den Rang machen. Also sind Martin und ich dahin gefahren, eine Stunde. Sind an der Bushaltestelle, jetzt müsst ihr euch das vorstellen, weil ich habe mich gefühlt wie ein scheiß Gangster. Wir in dem dicken A7, okay, Martin, ich, Zigarette im Mund, Fenster auf, Arm raus, Musik richtig laut, fahren da in dem Bauerndorf, was, da gibt es nicht mal Laternen, okay, fahren da an der Bushaltestelle, da flimmert so ein Licht an der Bushaltestelle, so eine komplette Bushaltestelle aus Holz, die schon fast zugewachsen ist, wie als wäre da ein Wald, okay, das Licht flimmert, Martin und ich, Alter, mit seinem fetten A7 fahren dahin, okay. Dann bin ich ausgestiegen, dann standen da beide mit dem Geld Cash in der Hand, gell? Und wir, es war halt so dunkel, dass wir das Geld nicht zählen konnten. Da habe ich gesagt, hey, lass uns hinten reinsitzen, oben im Auto ist Licht. So, dann haben wir uns zu dritt hinten reingejoggt, okay? Alter, du beschreibst mein Heimatdorf, ja, da bin ich auch groß geworden, Mann, mitten im Kaff. Auf jeden Fall setzen wir uns zu dritt hinten rein, also ich mit den 2 Typen mache oben dieses, ich weiß noch, wie die Decke aussieht, ich weiß noch alles so. Mach dieses scheiß Licht oben an, gell? In der Mitte kommt so ein Lichtstrahl raus und der Typ so mit dem Cash fängt an zu zählen, gell? Jetzt sitze ich mitten in dem Bauerndorf, nachts um 1 oder 2, mit Gangstermusik, Martin vorne in der Kippe und Jogginghose, Alter. Wir an einem komplett, in einem komplett verratzten Dorf ohne Licht sitzen hinten drin und zählen Cash für die Autoships, okay? Die geben uns das Cash, hat gepasst, die beiden steigen wieder aus, ich setze mich vorne rein, Martin und ich zurück in die Shisha-Bar, beziehungsweise nach engem Geld angebucht, zurück in die Shisha-Bar, die letzten 2 Leute eingebucht. So habe ich damals meinen ersten Rank gemacht, das war der 500er. Also sowas wie, ja, 12 Leute, was sind das? Platinum, Executive, Global, sowas in die Richtung, so in der Mitte, so kann man nicht ganz vergleichen. Das war damals mein erster Rank im Network Marketing, im Forex Trading, so wo ich meine ersten $500 verdient habe. No joke, das war komplett gestört. Andere Story, müsst ihr euch vorstellen, erstes Event. So, erstes, mal ganz kurz, ich muss mal kurz eine Frage stellen, ich muss oder so mal kurz ein Stück trinken und mal durchatmen. Wer sagt bis jetzt, dass er schon im Network Marketing auch mindestens so krasse Stories mitgemacht hat? Also es wird noch krasser, so macht euch keine Sorgen, das war noch nicht alles, was ich auf Lager habe, aber einfach mal kurz reinhören, ob da ein paar Leute waren, die auch schon so kranke Stories hatten. Ja, Tano, da hatten wir auf jeden Fall ein paar krasse Stories auch zusammen, gell, mein Freund? Also das Krasse ist, die Storys hören nicht auf. Gell? Also im Network Marketing, wenn ihr am Reisen seid und so, da passieren euch Sachen, Alter, das ist einfach zu krass, okay? Ich erzähle euch noch, das ist so eine, das erzähle ich euch nachher, das ist die ultra krasseste, witzigste Geschichte, die ich jemals miterlebt habe im Network Marketing. Also für die Leute, die es kennen, ich sag nur Miami und Badewanne, aber ich erzähle es euch nachher, das ist, Alter, ihr werdet euch totlachen, nur ohne Spaß. Ich weiß nicht mehr, ob ich das hier sagen kann, aber ich mache es einfach, weil das war einfach zu krass. Aber auf jeden Fall machen wir mal ein bisschen weiter in der Chronologie und im Kontext. Damals meinen ersten Rank gemacht mit dieser Geschichte, sodass wir halt nachts rumgefahren sind und Autoships eingesammelt haben, beziehungsweise Autoships haben wir nachher auch so eingesammelt, weil die haben ja gar nicht mit Kreditkarte zahlen können. Also wir saßen halt Stunden in der Shisha, weil das war einfach zu krass, ey. Ohne Witz, es war einfach zu krass, was wir da damals gemacht haben und was wir natürlich heute immer noch machen. Ich meine, hat sich eigentlich nicht viel geändert, so die Stories sind auch genauso schrill, aber das war schon auf jeden Fall krass. So kein Geld, in der Shisha-Bar teilweise gelebt, Ranks aufgebaut, Autoships eingesammelt nachts. Wir haben keinen Spaß und das ist so ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr in diesem Business wirklich erfolgreich werden wollt, ist, ihr müsst das Business essen, schlafen, trinken, essen. Das Business ist halt der Mittelpunkt von allem. Versteht ihr, was ich meine? So, da gab es nichts anderes. Es war nur Business. Es war alles fürs Business, alles. Am Geburtstag, ich weiß nicht, da bin ich 22 geworden, glaube ich, oder doch 21 oder 22, weiß ich nicht mehr genau, bin ich damals geworden. Und ich weiß noch, da hatten wir ein Event in der Shisha-Bar mit circa 100 Leuten. Also wir haben fast jeden Tag haben wir Events in der Shisha-Bar gehabt und meistens oder öfters mit über 100 Leuten oder mit 100 Leuten. Also wir haben die Shisha-Bar komplett dicht gemacht. Der Shisha-Bar-Besitzer hat noch Shishas verlost an unsere Leute und so. Das war komplett krass. Wir haben die Shisha-Bar immer voll gemacht und
Wir haben da halt Events und Events und Events gemacht. Ich weiß, es war mein Geburtstag so. Da hatten wir ein Event und nachts war ich komplett am Arsch, weil ich glaube, da zu dem Zeitpunkt eben von der Uni noch nach Hause gekommen bin. Wir saßen da und dann ist mir aufgefallen, ey, fuck, ich habe ja Geburtstag. So, kein Spaß, ich habe ohne Witz, weiß nicht, ob mal jemand schon seinen eigenen Geburtstag vercheckt hat, aber ich habe es komplett vercheckt, weil für mich gab es einfach nur Business. So, es war mir scheißegal, ich wusste morgens ein Event, scheißegal. So, und ich habe meine Mutter morgen nicht gesehen und so, deswegen habe ich das gar nicht gecheckt, man, ohne Spaß. Und ich weiß nicht, ich saß in der Shisha-Bar und dann hat Martin gesagt, als ich gesagt habe, ey, scheiße, ich habe Geburtstag, hat Martin gesagt, ey, geil, hier kriegst du ein Sucuk-Baguette. So, und ich habe mich so gefreut, dieses Sucuk-Baguette zu essen, man, das war für mich das krasseste Geburtstagsgeschenk, das ich mir zu dem Zeitpunkt vorstellen konnte, weil ich so verdammt Hunger hatte, so. Weil, wie gesagt, Event gehabt und so weiter und Geld war halt immer noch sau schwer, so, weil hast halt kaum verdient, so. Und bei mir gab es halt eben nur arbeiten gehen selber, was ich halt nicht konnte während dem Studium, weil ich das Business aufgebaut habe. Und dann war halt eben, entweder Martin hat da damals mitgeholfen, so, oder ich konnte es mir halt einfach nicht leisten am Anfang. So, Martin hat mir halt da immer ultra geholfen. So. Deswegen Shoutouts an jede Upline. Falls du auch so eine Upline hast, die sich wirklich den Arsch aufreißt für dich, die wirklich alles für dich tut, sei dafür einfach ultra dankbar, weil du hast nachher in diesem Business diesen Menschen so viel zu verdanken. Und so war das halt wirklich bei mir und Martin. So, Martin hat einfach alles gezahlt für mich, sonst wäre mir das alles gar nicht möglich gewesen, sage ich mal. Und das war halt schon echt eine verdammt harte Zeit, so, weil klar, du arbeitest und arbeitest und arbeitest, aber du kannst ja trotzdem nichts leisten. So, das war, weiß nicht, das verstehen viele Leute in dem Business hier nicht. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, zu dem Zeitpunkt, wo ich 2000 Euro angefangen habe zu verdienen, das war wie gesagt 22. Februar 2018, da war ich schon fast 3 Jahre im Network Marketing. Okay, das hängt wieder. Ja, sag mir bitte wieder Bescheid, wenn es geht. Ich weiß auch nicht, warum das so schlimm hier ist, aber auf jeden Fall nehme ich nächstes Mal Hotspot. Okay, Leute, entschuldigt die Unannehmlichkeiten. Ist ein bisschen nervig, ich weiß, aber sorry. Ich dachte auf jeden Fall, das WLAN wäre gut. Aber wie gesagt, das war halt schon krass und das ist auch so eine Sache, was viele von euch verstehen müssen. Ihr werdet so viel Zeit in dieses Business am Anfang stecken und ihr werdet halt einfach nichts dafür bekommen. So, ihr werdet rennen, ihr werdet hustlen, ihr werdet den Leuten erzählen, ey, schau mal, wie krass die Möglichkeit. Aber ihr werdet im Endeffekt nichts bekommen am Anfang. Und das war halt schon ein hartes Mindset-Game so. Es war ein sehr, sehr hartes Mindset-Game, diesen Belief zu haben, da dran zu bleiben. Glaubt mir, Leute, ich habe so oft gedacht, ich höre einfach auf. Ohne Witz, ich habe so oft einfach dran gedacht, ich höre auf, ich habe keinen Bock mehr. Bin mit Tränen irgendwie zusammengebrochen im Bad, so in meiner Hardcore-Phase, wo ich wirklich dann in Richtung 5.000 und halt dann 10.000 gegangen bin. Es war schon richtig krass und ich merke schon, wir haben schon ein bisschen spät, deswegen packe ich die Miami-Story am besten jetzt aus, so, weil die halt echt hart ist. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, also die ist ultra witzig, okay? Also ihr werdet auch so geile, witzige Geschichten im Network Marketing erleben. Ihr müsst euch vorstellen, damals war es so, dass Martin nochmal 3, 4 Jungs und ich nach Miami geflogen sind. Okay, wir sind nach Miami geflogen, weil wir da eine Convention hatten. Nee, stimmt gar nicht. Wir sind nach Miami geflogen als Incentive, also wir als Top Leader. Und wir hatten in Miami, in Fort Lauderdale, hatten wir so ein klassisches amerikanisches Airbnb. Okay, so ein Pappenhaus. Wir hatten, wenn du reinkommst, die Küche, rechts ein Zimmer, in der Mitte Wohnzimmer, links nochmal 2 verschiedene Zimmer und Bad. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt haben 2 Jungs rechts im Zimmer geschlafen, 2 Jungs links und 2 links außen, okay? Und nochmal eins auf dem Sofa oder so. Und Leute, das ist so eine krass witzige Story, Mann. Auf jeden Fall, Martin hat das Airbnb abgecheckt, okay? Und das Airbnb war jetzt okay. Also es war nicht verdammt geil, aber es war okay. Okay, Tano weiß schon Bescheid, der ist schon komplett am Ausrasten. Oh Mann, mein Internet, Mann, was ist denn das für eine Scheiße hier? Könnt ihr mich noch hören? Sag mal ganz kurz bitte jemand Bescheid, weil bei mir steht schon wieder in. Okay, perfekt. Danke, Heiko. Heiko ist nur noch so am Kopfschütteln und denkt sich so, Alter. ja, auf jeden Fall. Müsst ihr euch vorstellen, Martin hat das Airbnb gebucht, okay? Und es war, wir waren, unser Ablauf in Miami war immer der. Wir sind aufgestanden um 10, wir haben gehustelt bis um 18, 19 Uhr, dann war nachts in Deutschland, dann sind wir essen gegangen, rumgefahren nach Hause und ich bin direkt ins Bett instant, weil ich umgefallen bin, weil ich so müde war. So, jetzt müsst ihr euch eine Sache vorstellen. Jetzt waren wir in dem Airbnb nachts und ich habe geschlafen. Kennt ihr das? Ich glaube, jeder von euch kennt das, aber kennt ihr das, wenn ihr so richtig, richtig tief schlaft, weil ihr so komplett am Arsch seid, weil ihr so die ganze Zeit am Reisen gewesen seid, weil ihr so viele Eindrücke, kennt ihr das, wenn ihr so richtig krass viele Eindrücke habt? So, und bei mir war das in Miami so alles so riesig und voll krass und keine Ahnung. So, und da, weiß ich, und dann in Amerika,
für die Leute, die schon mal in Amerika waren, ich weiß nicht, was die Amerikaner machen, aber die, ihre Betten sind so wie so Wolken. Kein Spaß. Jedes Bett in Amerika, auf dem ich jemals geschlafen habe, ist wie eine Wolke. Und ich lag da in dem Bett, es war richtig heiß in Miami, komplett so, also richtig tief geschlafen. So ich, das ist so diese perfekte Vorstellung bei mir von Schlaf. Den Schlaf, den ich dort in Miami hatte, an dem Abend. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, 2 Uhr nachts, 3 Uhr nachts. Oh Mann, warum hängt denn das die ganze Zeit, Mann? Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe auch alle Balken, keine Ahnung, Leute, soll man, ich kann da jetzt echt nichts machen. Geht's wieder? Okay. Danke, dass ihr da so durchhaltet mit mir. Auf jeden Fall, ich mag schnell, auf jeden Fall war das so, dass ich richtig gut geschlafen habe, also so richtig, richtig gut geschlafen habe. Und auf einmal läuft Martin und nochmal 2, 3 Jungs bei mir ins Zimmer rein. Und ich dachte, die wollen mich einfach nur nerven. Ich dachte, die wollen mich einfach nur aufwecken oder keine Ahnung was. Jetzt kommt Martin angelaufen. Ich liege im Bett so komplett so auf dem Gesicht, so komplett im Tiefschlaf. So, die versuchen mich aufzuwecken. Ich war komplett vercheckt, also so richtig vercheckt. Und Martin sagt so zu mir: Hey Bro, red mal mit der und erzähl dir, dass wir Scheiße in der Badewanne haben. Und ich so: Wie jetzt? Wir haben Scheiße in der Badewanne. Jetzt kein Spaß. Da hat er gesagt: Red mit der und erklär dir, dass wir Scheiße in der Badewanne haben und dass wir jemanden brauchen, die das wegmachen. Okay? Und ich so: Bro, nochmal, jetzt erzähl, was? Ich check's nicht. So, und dann drückt er mir schon so teilweise das Telefon an die Hand und kein Spaß, kein Spaß. Das war so eine Asiatin. Das hat sich angehört wie in einem Softporno. Also ohne Spaß. Also ich weiß nicht warum, aber es hat sich angehört, als wäre das irgendjemand von so einem Softporno an dem Telefon, an Martins Handy. Und Martin erzählt mir irgendwas von: Wir haben Scheiße in der Badewanne, die Leute müssen auf dem Sofa schlafen. Erklärt er, dass das jemand wegmachen muss, dass es jemand, dass wir einen Plumber brauchen, dass wir jemanden brauchen, der das wegmacht. So. Und ich so: Bro, warte mal ganz kurz. Und dann gehe ich da ran ans Telefon. Kein Spaß. Wie gesagt, eine Asiatin. Und wie gesagt, hat sich angehört wie in einem Softporno. Und die sagt so zu mir: Shall I call the police? Where are the two guys? Ich so: Was? Also sie hat also übersetzt für die Leute, die nicht verstanden haben. Sie hat gesagt: Soll ich die Polizei rufen? Wo sind die 2 Leute? Ich schaue Martin an. Ich so: Hä, warum will ich jetzt die Polizei rufen, wenn wir Scheiße in der Badewanne haben? Gell? Martin schaut mich an. Ich schaue aufs Telefon. Ich so: Hey, wollt ihr mich komplett verarschen? Was ist los mit euch? Die hört sich an wie in einem Softporno und will die Polizei rufen, weil 2 Leute auf dem Sofa schlafen. Du erzählst mir da Scheiße in der Badewanne, Mann. Was ist los? Gell? Und dann bin ich so ein bisschen wach geworden. Da hat Martin zu mir gesagt: Hey, Bro, ich hab dir auf Airbnb geschrieben. Und für die Leute, die Martin kennen, ihr wisst, Martin kann nicht so gutes Englisch, vor allem nicht schreiben. Okay. Und jetzt hat Martin der auf Airbnb geschrieben und hat gesagt: Pass auf, der hat es ungefähr so gesagt: There is shit in the bathroom and two are now sleeping on the sofa. Okay. Das hat der geschrieben: There is shit in the bathroom, in the bathtub and two are sleeping now on the sofa. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt habe ich mit der telefoniert, das hat Martin mir gezeigt, gell, währenddessen, ich habe zu ihr gesagt: Jetzt warte mal, die ist voll ausgerastet, keine Ahnung, was mit der war. Habe ich mit ihr geredet, habe gefragt: Hey, was ist denn los? Dann hat sie gesagt: Should I call the police? There are two guys on the sofa, right? Habe ich gesagt: Nein, nein, da ist Scheiße in der Badewanne, wir wollen einfach nur, dass das jemand wegmacht, okay? Sie so: Ja, soll ich die Polizei rufen? Und ich so: Nein, wir brauchen keine Polizei, gell? Dann gehe ich wieder zu Martin und sage: Martin, Alter, was ist denn los? Okay? Und ich habe mit ihr schon nicht mehr telefoniert gehabt und dann zeigt mir Martin den Chatverlauf auf Airbnb. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, 1:1. Ich schaue mal, ob ich den nachher finde. Dann schicke ich euch den in die Gruppe. Ich bin mir sicher, Martin hat ihn auch. So krass. Jetzt müsst ihr euch vorstellen. Martin schreibt, also stellt euch das vor: Chat, Airbnb, Asiatin mit Softporn-Stimme. Martin schreibt der nachts um 2: There is shit in the bathtub, two are sleeping now on the sofa. On the couch oder so hat er gesagt. Gell? Jetzt schreibt die so: Oh mein Gott, that never happened. Hat sie geschrieben. Gell? Dann sagt er: Oh yes, what should we do now? Also was sollen wir jetzt machen? Dann hat sie gesagt: Just to understand it right, there are two people that broke into the house, they took a shit in the bathtub and they now are sleeping on the sofa, right? Und Martin so: Nein, 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 there is shit in the bathroom and two are sleeping on the sofa now. Müsst ihr euch vorstellen, no joke, die Frau hat gedacht, da sind 2 eingebrochen, haben bei uns in die Badewanne gekackt und schlafen jetzt auf dem Sofa und sie will die Polizei rufen. So. Alter, das war das Krasseste, was ich jemals mitbekommen habe in meinem Leben. Alter, ich habe mich so nicht mehr bekommen, ohne Witz. Das war so verdammt witzig, Leute, ohne Witz. Dieser Chatverlauf, ich muss euch den nachher rausholen. Ich habe den safe noch, Martin hat den safe noch, ohne Witz. Jetzt, die müsst ihr euch vorstellen, die hat echt gedacht, da sind 2 eingebrochen, kacken in die Badewanne und schlafen bei uns jetzt auf dem Sofa. Und sie schreibt noch so: I'm so sorry, that never happened, Alter.
Oh Leute, Mann, das werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Kein Spaß, Alter. Das war so krass, Alter. Wo ist Martin eigentlich? Ah, safe. Muss mal kurz abchecken, ob er den Chatverlauf noch hat. Dann schicke ich euch den gleich mal in die Gruppen, Mann. Ihr werdet euch so den Arsch ablachen, Leute. Das ist nicht mehr normal. Deswegen, Leute, ich könnte euch da noch tausend weitere Stories erzählen. Das Einzige, was ich damit hoffe zu bewirken, ist, dass ihr versteht, dass da wirklich viel Opferung drin steckt. Dass da wirklich viel Zeit drin steckt, dass da krasse, aber auch witzige, aber auch sehr traurige Geschichten dahinter stecken. Und viele von euch werden da noch durchgehen. Viele von euch gehen da gerade durch und stellen sich die Fragen, hey, warum passiert mir das? Das sieht ja bei den anderen gar nicht so aus. Es sieht bei einem Martin gar nicht so aus. Es sieht bei einem Miguel gar nicht so aus. Es sieht bei einer Franzi, bei einem Heiko, bei einer Jamie, bei einer Angie, bei einer Kathi. Das sieht bei denen, bei Luca, bei Richie, das sieht bei denen ja gar nicht so aus. So, bei denen sieht es immer so toll aus. War das bei denen auch so? Und ich kann euch zu 100% sagen, ja, das ist wirklich ein harter Weg. Und ihr werdet richtig krasse, aber wie gesagt, auch sehr, sehr witzige Stories durchmachen. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ich euch ein bisschen ja, extra meine. Das ist am Ende des Tages einfach die extra meine, Leute. Wie gesagt, und das, glaubt mir, am Ende des Tages werdet ihr nur über diese ganzen Geschichten lachen und sie werden euch so verdammt stark machen. Wie gesagt, ich hatte Momente, wo ich heulend zusammengebrochen bin, weil ich nicht mehr konnte. Ich hatte Momente, wo ich auf Meetings gefahren bin, wo ich keinen Sprit mehr hatte. Ich wusste nicht, wie ich zurückkomme, aber ich bin trotzdem gefahren, weil das Potenzial da war. Ich bin Kilometer gefahren, um Meetings zu machen. Ich bin, ach, keine Ahnung, Leute, Mann. Bis sogar, das kann ich euch mal ein anderes Mal erzählen, aber wir waren zum Beispiel auch vor kurzem erst in Italien mit ein paar Liedern und die Hälfte des Leaderships ist im Corona-Knast gelandet. So, also, wie gesagt, Leute, es hört nie auf, diese Geschichten. So, das ist einfach ultra krass im Network-Marketing. Das Krasse ist aber immer das, du wirst besser. Und das Ganze wird viel, viel witziger. Und ja, es ist einfach abgefahren, Leute. Deswegen, wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Ich will pünktlich Schluss machen. Deswegen, wie gesagt, hoffentlich konntet ihr da ein bisschen Inspo mitnehmen. Und vielleicht kann sich ein oder der andere ein bisschen mit diesen Stories identifizieren oder ist in der gleichen Situation und sagt, okay, gut, wenn Miguel das auch hatte, dann wird es bei mir wahrscheinlich auch so sein. Und ja, es ist so. Also wenn du eine harte Zeit durchgehst, merkt ihr immer nur eine Sache im Business. Wenn die Zeit kommt, wo du hart getestet wirst, die Zeit, wo das Level-Up kurz davor ist. Ganz einfach, ist immer so im Leben. Wenn es gerade hart wird, dann weil du kurz vor einem Level-Up bist. Deswegen an der Stelle, Leute, der Call wird natürlich wieder hochgeladen. Wir können sowas auf jeden Fall mal nochmal machen, weil ich habe da auf jeden Fall noch viele, viele andere Stories so. Aber einfach mal so ein bisschen halt, dass ihr das auch so mitbekommt, wie war vor allem der Start bei mir, dass es halt ziemlich hart war, ich kein Cash dafür hatte, trotzdem durchgezogen habe, stundenlang in Shisha-Bars war. Wie Autoships eingesammelt haben, als wären wir Gangster. Es war, als hätten wir Drogen da hinten verkauft, so sah das zumindest aus, weil da Leute rein und rausgelaufen sind mit Cashgeld, haben uns das gegeben, wir haben die eingebucht. War krass, war krass, war krass. Deswegen, Leute, ich wünsche euch einen sehr, sehr geilen Restmontag, einen weiteren, eine geile Woche. Wir sehen uns Dienstag, beziehungsweise Mittwoch um 21 Uhr auf dem Network Basic Call und vor allem am Sonntag wird es einen Special Call geben, der in den nächsten Tagen announced wird. Also merkt euch schon mal Sonntag, schreibt euch das schon mal in den Kalender. Wir sagen euch die genaue Uhrzeit noch. Da wird es einen krassen Team Call geben mit sehr, sehr, sehr viel Value, mit wahrscheinlich einem Special Guest, aber das folgt in den nächsten Tagen. Deswegen, Leute, macht's gut. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen lachen und wir sehen uns in den nächsten Nugget Call oder sonstigen Call. Ciao, ciao, passt auf euch auf, hab euch lieb.